Moin und willkommen zu einem neuen Teil LS17 auf der Holland Landscape. Ja, ich bin jetzt aktuell noch dabei, die letzten Bestände zu düngen. Und ja, ist eigentlich auch die letzte Runde Dünger, die noch so manch ein Feld braucht. Jetzt müssen wir erstmal nochmal eben den Düngerstreuer wieder beladen. Und dann schicken wir den hier zum nächsten Feld. Und wir selber werden uns denn nachher oder gleich um Wiese 1 kümmern. Und ja, da soll Gülle rauf. Ich habe mir jetzt zwischenzeitlich auch noch ein Güllefass gekauft. Ja, mal gucken, ob das so das Wahre ist. Ich weiß nicht. Ich tue mich irgendwie immer damit schwer, ein passendes Güllefass zu finden. Also eins, was mir auch hundertprozentig gefällt. Und ja, jetzt habe ich eins aus einem Güllepack genommen, was es auch schon länger auf ModHub gibt. Da kam gestern auch irgendwie noch eine neue Version von raus. Die hatte ich auch erst mit drin gehabt. Aber da gab es irgendwie Probleme mit. Also zumindest hat er mir die komplette Lok mit irgendwelchen Lua-Fehlern vollgehauen. Und ja, das fand ich dann doch nicht ganz so toll. Und habe das denn entsprechend wieder gegen eine ältere Version ausgetauscht. Ja, mal schauen, wie sich damit arbeiten lässt. Testweise habe ich schon mal auf A11, ist ja auch eine Wiese, schon mal ein paar Liter Gülle ausgebracht. Muss man mal gucken. An sich, ich finde die Sabinhuis-Fässer ja so ganz schick, aber naja, ich bin von den kompletten noch nicht so ganz überzeugt. Ja, hier will ich jetzt auch versuchen, den Anhänger irgendwie schnellstmöglich leer zu kriegen und ihn wieder zu verkaufen. Das ist auch irgendwie nicht so ganz das Wahre. So, wo müssen wir überhaupt als nächstes hin? Acht und zwölf. Ja. Ja, die 8 können wir eben noch schnell selber machen und bei der 12 lasse ich den Curseplay wieder ran.
So, das war das auch schon wieder. Nochmal eben schnell den, oder? Ja, wir füllen den nochmal eben auf. Ich denke mal, das sollte eigentlich für die 12 soweit auch reichen, aber ja, sicher, sicher. Ja, was mich bei dem Anhänger hier so ein bisschen nervt, ist, dass man jedes Mal eben noch im Trecker einsteigen muss, Taste drücken, damit er anfängt zu laden. Das ist denn schon angenehmer, wenn das automatisch geht. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und ich muss gleich nochmal irgendwas nachgucken, bei dem Feld hier ist ein bisschen was komisch. Genau das ist komisch. Da helfen wir mal eben. Eben mal so ein bisschen nach. Oder auch nicht. Ja. Ah, ja gut. Jetzt nicht ganz so der gewünschte Effekt, aber was soll's. So, das war jetzt die 12. Ja, dann lassen wir ihn da mal machen. Wir machen hiermit weiter. Ja, das ist das Gespann, was ich mir jetzt erstmal gekauft habe. Mal gucken, ob das hier langfristig Bestand hat oder nicht. Ich hoffe es mal. So, theoretisch müsste denn ja auch schon wieder Samstag sein. Also zumindest, wenn ihr das Video seht. Beziehungsweise, wenn das Video online geht. Ja, bei mir ist oder ist jetzt aktuell noch Freitag. Und, ja, sorry fürs Gehen, aber irgendwie noch leicht müde.
Ja, so wie auch schon wieder eine Woche geschafft. Langes Wochenende steht jetzt bevor. Wobei sich meine Begeisterung dafür auch wieder etwas in Grenzen hält. Wer bei mir schon länger zuschaut, der weiß ja, dass ich nicht so unbedingt der Familienmensch bin. Und ja, ich habe jetzt hier wieder 4 Tage lang zwei Personen aus der Familie dauerhaft am Hals. Was auch wieder so ein bisschen nervig ist, aber naja, gut. Man kann es halt auch nicht ändern. Wobei immer noch die Hoffnung besteht, dass ich das irgendwie noch alles ändern wird. Wobei das auch wieder so eine Sache ist. Geplant war ja eigentlich letztes Jahr im Herbst schon umzuziehen. Da hatten sie dann aber gerade erst bei der Wohnung, wo ich reinziehen will, oder bei dem Haus angefangen zu bauen. Dann hieß das von der Firma, die das da veranstaltet, dass das jetzt irgendwie Februar, März dieses Jahr wird. So, wir haben jetzt schon fast Mai. Und auf der entsprechenden Baustelle stehen immer noch die Baukräne rum. Das heißt, das wird wohl auch noch eine ganze Weile dauern, bis das da mal überhaupt so weit ist. Aber gut, auch das ist wieder so eine Sache, man kann es halt nicht beeinflussen. Ey, diese Lenkachsen beim Rückwärtsfahren, ne? Das kann ich ja nicht haben. Ich meine, klar, man, ich hätte mir jetzt auch ein Skript reinmachen können, um die beim Rückwärtsfahren zu sperren, aber jetzt ja so auch nicht dran gedacht. Das passt von der Ausrichtung her. Arbeitsbreite. Nehmen wir mal ein Stück runter. So. Ach, jetzt hat er auch noch Offset. Ja, heute mal ein bisschen schlechter vorbereitet. So. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir mit so einer Ladung kommen. Ah, ich denke mal, bei dieser Map ist so ein Tandemfass auch eher angebracht als ein Tridem. Sollten wir eigentlich ganz gut mit hinkommen. Ja. Einzige, was ich halt nicht mache, ist mit Zubringern arbeiten. Auch wenn ich Curseplay mit drin habe und das damit alles irgendwie laufen lassen könnte, bin da jetzt nicht so unbedingt der Freund von. Das wird nix. So, und das meine ich mit dieser Lenkachse. Man könnte das an und für sich viel präziser rückwärts steuern, wenn die nicht mitlenken würde.
Hier schon wieder. Ich muss mir auf jeden Fall das Grip mit reinnehmen, um die Lenkachse beim Rückwärtsfahren zu sperren. Sonst werde ich hier irgendwo noch mal wahnsinnig. Ja, Vorgewende fahre ich hier zum Schluss. Beziehungsweise ich ziehe halt zum Schluss nochmal eben einmal außen rum. Oder irgendwie so. Meine ich, hätte ich auch die Mischerverteiler nehmen können anstatt Schleppschlauch. Aber irgendwie sieht so ein Schleppschlauch natürlich schon besser aus. So, der andere hier ist da vorne auch fertig. Ja, dann fahren wir noch mal eben ein, zwei Bahnen. Ja, den Saugarm habe ich bei dem fast weggelassen. Auch die Teleskopachse sind beide Sachen. Ja, das brauche ich nicht. Mein Teleskoparm ist halt auch die Sache, wofür soll ich mir den ranbauen, wenn der so weiter hier ja keinen Sinn oder Zweck erfüllt. Oder ich habe den Sinn und Zweck davon in diesem Pack einfach noch nicht erkannt. Aber meiner Meinung nach ist das Ding halt irgendwie nur Deko und ja, man kann ihn zwar ein- und ausfahren und auch mit der Maus steuern, aber ich habe zumindest noch nicht festgestellt, dass er sonst irgendwas bringt, dass ich da nur über den Schlauch beladen könnte oder ja. Von daher können wir auch darauf verzichten. So, damit kommen wir dann aber auch so langsam zum Ende des heutigen Teils. Ja, ich bedanke mich erstmal wieder ja, recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe doch, dass es euch mal wieder ein bisschen gefallen und Spaß gemacht hat. Oder auch ein bisschen mehr. Und dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denne, tschüss.